Mit einer 1 mm Lochstanze werden die wichtigsten Kreuzpunkte der Markierungen gestanzt, damit später diese punktgenau auf das Blech übertragen werden können. Die Schablone wird nun auf das Blech gelegt und der Rand der Schablone nachgezogen und übertragen. Rund um den Rand werden durchgehend noch ca. 2 cm zugegeben, denn das Blech wird sich noch während der Umformarbeiten durch entsprechende Stauchen und Strecken verändern. In unserem Fall beginnen wir das Blech entlang des vorderen Randes zu stauchen. Dazu legen wir Falten entlang des Randes in das Blech. Wir arbeiten hier mit einem 3 mm Aluminiumblech, aber bis auf das Tempern, das wir später erklären, ist bei Blech kein Unterschied in der Verfahrensweise. Die Falten im Blech haben uns schon einmal die vordere Grundwölbung gebracht. Nun muss das Blech im Inneren noch gestreckt werden, damit die Form erreicht wird. Da wir mit einem 3 mm Aluminiumblech arbeiten, muss das Blech erst einmal weich gemacht werden. Dies geschieht durch das sogenannte Tempern. Mit einer Acetylenflamme wird das Blech eingerußt. Es entsteht eine dünne schwarze Rußschicht auf dem Aluminium. Durch die Zugabe von Sauerstoff in die Acetylenflamme wird die Flamme heißer. Erkennbar an der blauen Färbung der Flamme und einer kleinen weißen Zunge an der Düse des Brenners. Mit dieser Flamme wird die Rußschicht abgebrannt. Der Ruß dient als Indikator. Die Flamme muss ständig in Bewegung bleiben, damit das Aluminium nicht durchbrennt. Sobald der Ruß durchgehend entfernt ist, ist das Blech sehr weich und lässt sich gut weiterverarbeiten. Vor der Weiterverarbeitung muss das Blech allerdings langsam abkühlen, denn es ist durch das Tempern sehr heiß geworden. Auf einem Sandsack wird das Blech nun mit einem Kugelhammer in Form getrieben. Die entstandenen Unebenheiten im Blech können an einem Rundstockamboss mit einem Kletterhammer geglättet werden.
Jetzt wird zum ersten Mal die Formschablone auf das Blech aufgelegt und die notwendigen Linien übertragen.